Ja, das heutige Thema dreht sich rund um die Verabschiedung aus der Kita. Und um in das Thema jetzt einzuleiten, möchte ich als allererstes meine liebe Kollegin Muriel aus der Lugard Verlag Redaktion begrüßen. Hallo Muriel. Hallo und herzlich willkommen auch von mir. Genau, ich bin Muriel, arbeite beim Lugard Verlag als Redakteurin der Zeitschrift Musik in der Kita. Und wie Doris schon gesagt hat, geht es heute darum, wie auch in der jetzigen Situation eine Abschiedsfeier von den Vorschulkindern gut funktionieren kann. Es ist ja im Moment so, dass man wirklich von Tag zu Tag planen muss und auch auf neue Informationen total flexibel und spontan reagieren muss. Deswegen habe ich gehört, dass es gar nicht so einfach ist, jetzt die Abschiedsfeier final zu planen. Und das ist der Grund, warum wir heute einfach ein paar unterschiedliche Modelle vorstellen möchten, wie eine Abschiedsfeier aussehen kann. Und dafür haben wir heute vier verschiedene Referentinnen bei uns. Im ersten Teil werden drei Pädagoginnen davon erzählen, wie die Abschiedsfeier in ihrer Einrichtung aussehen wird dieses Jahr. Und im zweiten Teil werden dann ein paar musikalische Praxisideen für die Abschiedsfeier vorgestellt. Genau, den Anfang macht heute Sigrun Behnke. Sie arbeitet im Waldkindergarten in Brühl. Das ist eine Elterninitiative. Und Sigrun, wir haben uns auf dem letzten Musik in der Kita-Kongress kennengelernt. Ich freue mich total, dass du heute hier bist. Bitte stell dich doch noch mal ganz kurz selbst vor. Ja, hallo in die Runde. Danke, Muriel. Tatsächlich ist auch das heute hier mein erstes Webinar und ich freue mich total dabei zu sein. Und ja, kurz noch zu meiner Person. Ich bin als Quereinsteigerin Erzieherin geworden. In meinem Leben davor war ich tatsächlich Beamtin der Stadtverwaltung Köln und habe dann während meiner Elternzeit den pädagogischen Weg eingeschlagen und arbeite jetzt im Waldkindergarten hier in Brühl im Jecken Rheinland. Genau. Ja, und inhaltlich geht es heute um das Thema Abschied der Vorschulkinder. Und auch da machen wir uns schon Schritt für Schritt kleine Gedanken dazu. Es geht langsam vorwärts. Allerdings haben wir im Wald den Vorteil, dass wir draußen sind und dort auch wie gewohnt einfach wieder singen können. Ja, ich möchte euch kurz unser bisheriges Konzept für den Abschied der Vorschulkinder vorstellen. Und zwar wird das so sein, dass wir auf einem unserer Waldplätze uns treffen und dort die Vorschulkinder mit ihren Eltern und Geschwistern versammeln werden in einem Kreis auf Baumstammhockern, die Vorschulkinder mit uns Erzieherin und die Eltern setzen wir mit gebotenem Abstand dahinter auf Bänke. Ja, und wichtig ist uns für diesen Abschiedskreis, dass wir trotz des Abstandsgebotes Nähe herstellen und auch die Verbindung zu den Eltern und den Kindern noch einmal darstellen. Ganz besonders einfach als Dankeschön für die bisherige Zeit und die Erlebnisse, die wir gemeinsam hatten. Und ja, und deswegen haben wir uns eine besondere Überraschung überlegt, nämlich dass wir Erzieherinnen ja, die Eltern und Kinder mit einem Lied überraschen werden. Und zwar haben wir ein altes Lied umgetextet und das habe ich euch heute auch mitgebracht. Und vielleicht können wir das uns einmal gemeinsam anhören. Noch ein Zusatz kurz. Ich muss dazu sagen, wir sind ein musikbegeistertes Erzieherteam. Allerdings singen wir alle nicht super gut. Also haltet euch fest, aber wir haben Spaß dabei. Und das Wichtigste ist, dass dieser Spaß auch auf unsere Kinder übergeht. Und so singen wir gerne und laut in den verschiedensten Tönen. Ja, und vielleicht kann die Doris das Lied, was wir uns ausgedacht haben, einmal kurz einspielen. Vertraute Blicke hier in unserem Rhein, die ganz besondere Stimmung fängt uns ein, wie ein leuchtend bunter Tag im Wald, so wart ihr mit uns im Widerhall. Viel zu schnell verging diese Zeit. Mit euch haben wir so viel Spaß gehabt, manche Hochs und Tiefs mit durchgemacht, über jeden Schritt uns gefreut. Die Herzen voller Zuversicht und Mut.
frisch gewagt, dann wird auch alles, dann wird alles gut. Wie ein leuchtend bunter Tag im Wald, so wart ihr mit uns im Widerhall. Viel zu schnell verging diese Zeit. Mit euch haben wir so viel Spaß gehabt, manche Hochs und Tiefs mit durchgemacht, über jeden Schritt uns gefreut. Ein Blick zurück und zwei nach vorn macht Sinn. Zwei nach vorn macht Sinn. Und gut behütet bleibt ihr ja hier drin. Leuchtend bunter Tag im Wald, so wart ihr mit uns im Widerhall. Viel zu schnell verging diese Zeit. Mit euch haben wir so viel Spaß gehabt, manche Hochs und Tiefs mit durchgemacht, über jeden Schritt uns gefreut. Ja, das war eine kleine Kostprobe von unserem Abschlusslied für die Eltern der Vorschulkinder und die Vorschulkinder, und wir hoffen, dass das auch eine nette Überraschung für alle werden wird. Ja, nach dem Lied finden wir, also das mit Musik kann ja immer die Nähe auch sehr schön hergestellt werden, dass wir dann hoffentlich in dieser Stimmung die Eltern und die Kinder einfangen konnten und dann gemeinsam mit den Maskottchen unserer Vorschulkinder den Übergang zu unserem Abschiedsritual einleiten können. Das Abschiedsritual besteht immer passend zu dem Thema der jeweiligen Projektwochen, die wir dann haben. Da gibt es eine kleine Aufgabe oder eine Herausforderung für die Kinder, und die sie bewältigen können und zeigen können, dass sie jetzt groß sind und bereit für die Schule. Und anschließend gibt es ein kleines Geschenk noch. Ja, zum Schluss dieses Abschiedskreises erhalten die Kinder immer ihre Ordner, die Bildungsordner. Die sind bei uns sehr beliebt, weil sehr bunt gestaltet und mit ganz vielen Fotos aus den Kindergartenjahren. Und bevor wir die dann überreichen mithilfe der Maskottchen, dürfen sich die Kindergartenkinder, also die Vorschulkinder, noch ein paar Lieder aus unserem Alltag aussuchen, die wir zusammen mit den Eltern singen. Die Kinder können dann ein paar Percussion-Instrumente dazu bekommen und dabei mitmachen. Natürlich wird auch das Projektlied gesungen werden, was in den Projektwochen gemeinsam mit den Kindern entstanden ist. Und so sind wir sehr musikalisch unterwegs. Und wir haben uns gedacht, dass wir, wenn dann die Ordner überreicht worden sind, dass wir auch die Liedtexte von unserem Lied Wie ein leuchtend bunter Tag ausgedruckt dabei haben, weil wir vermuten, dass die Eltern das vielleicht nochmal mit uns Erzieherinnen auch singen wollen, und die würden wir dann verteilen und als Abschluss das einfach nochmal stimmungsvoll zusammen singen. Ja, und so ist eigentlich bisher der Plan, ob es dann anschließend noch für diese doch überschaubare Runde noch ein paar Angebote geben wird mit Abstand. Das wissen wir im Moment noch nicht. So weit haben wir noch nicht geplant. Aber ich hoffe, ihr konntet einen kleinen Einblick von unserem Alltag im Wald bekommen. Dankeschön. Super, vielen, vielen Dank, liebe Person. Gerne. Bevor wir jetzt weitergehen zu Sabine und Ramona, würde ich gerne einmal kurz eine Umfrage mit euch zu Hause machen. Und zwar würde ich gerne von euch wissen, auf welche Weise denn bei euch in euren Einrichtungen die Abschiedsfeier in diesem Jahr stattfinden wird, beziehungsweise ob sie überhaupt stattfinden wird. Und dafür werdet ihr gleich eine Umfrage bekommen. Genau, da könnt ihr einfach auswählen, in welcher Form die Verabschiedung bei euch stattfinden wird. Draußen, digital, in kleinen Gruppen, einzeln, gar nicht, ganz anders. Oder ob sie vielleicht bereits stattgefunden hat. Genau, dann werden wir gleich das Ergebnis sehen, und ich würde gerne wie immer nochmal darauf hinweisen, dass ihr natürlich eure Fragen immer in den Chat schreiben könnt. Wir werden die wie immer sammeln und am Ende nochmal an alle Referenten stellen,
Letztes Mal hat sich da ein total schönes Gespräch ergeben und fühlt euch da einfach frei, wie wild zu kommentieren und zu fragen. Genau, und auch nochmal der Hinweis, dass ihr alle Materialien, die heute gezeigt werden, natürlich nach dem Webinar nochmal per E-Mail zugeschickt werden. Oh, da ist das Ergebnis. 63% haben angegeben, dass die Verabschiedung draußen stattfinden wird. Da hat der Sicherungsbeitrag gerade sehr gut zu gepasst. Bei 52% wird es in kleinen Gruppen stattfinden. Und 3% haben gesagt, dass sie gar nicht stattfinden wird. Vielleicht können wir da ja mithilfe dieses Webinars noch etwas machen, dass es vielleicht doch klappt. Ja, super. Vielen Dank für eure Abstimmung. Und dann würde ich jetzt tatsächlich an Sabine Bereiter-Meyer geben. Sie arbeitet in einer Kita im sozialen Brennpunkt in Darmstadt. Und Sabine, ich bin sehr gespannt, was du uns zu berichten hast. Stell dich doch bitte noch mal ganz kurz selbst vor und dann berichte gerne mal von eurer Abstimmungsfeier. Ja, hallo an die Runde. Ich bin Sabine Bereiter-Meyer und ähnlich wie Sigrun bin ich auch Quereinsteigerin. Ich habe ursprünglich mal Betriebswirtschaft studiert und habe nach meiner Kinderpause dann entschieden, mir mein Hobby zum Beruf zu machen und habe nochmal Musikpädagogik studiert und bin jetzt sogar Master of Music, Musikmanagement, Musikvermittlung. Ich arbeite im sozialen Brennpunkt mit Kindern, die teilweise keine eigene Muttersprache sprechen, die leere Kühlschränke kennen, leere Kleiderschränke, teilweise auch verwahrlost sind. Und da läuft vieles über die Musik oder über die nonverbale Kommunikation und Musik ist da einfach eine super tolle Sache. Mir fehlt es sehr, dass wir zurzeit nicht singen, aber ich mache halt relativ viel mit Instrumenten und da kam auch die Idee auf, unseren Schulkindern dann ein ganz spezielles Projekt anzubieten. Wir haben 4 Gruppen. Ich selbst habe 6 Schulkinder in meiner Gruppe und diese 6 bestelle ich an 2 Nachmittagen ein und baue mit ihnen eigene Instrumente. Also zum Beispiel ein Glasxylophon. Wir werden Claves basteln und vermutlich auch Panflöten sägen und schleifen. Und aus diesen Instrumenten werden die 6 dann, das ist zumindest meine Vorstellung, durch die Improvisation zu einer Komposition kommen. Das werden wir natürlich auch dokumentieren mit Filmen und mit Tonaufnahmen, mit Bildern ganz normal. Und daraus ein kleines Video schneiden. Das ist so unser Wunsch. Und dieses Video wird dann nach Abschluss des Projektes, so in der letzten Woche vor den Ferien, den Eltern vorgeführt. Auf dem Hof draußen, wir haben Gott sei Dank ein riesiges Gelände, das uns zur Verfügung steht. Und wir hoffen darauf, dass die Eltern dann auch dabei sein werden. Und ich habe es mal so überschlagen, wir sind ungefähr 30 Personen dann in diesem Moment mit meiner kleinen Gruppe. Und da können wir die Abstandsregelungen auch ganz gut einhalten. Ja, also das ist so der Plan. Das ist das, was ich machen werde. Meine Kollegen machen auch Projekte. Die eine Gruppe, die hat ein Atelier, die werden ein großes Haus anmalen, das sie aus Eierkartons gebaut haben. Eine andere Gruppe wird ein großes Lego-Kunstwerk zustande bringen. Und auch das wird natürlich per Video festgehalten, sodass die Eltern sehen, was wir denn in der Zeit mit den Kindern gemacht haben. Ja, das ist unser Projekt. Das ist das, was wir uns vorgestellt haben und wir starten nächste Woche. Klasse. Vielen Dank, Sabine. Dann kommen wir jetzt schon zur dritten Berichterstatterin und zwar zu Ramona Albers. Sie arbeitet in Paderborn bei einer Kita des Trägers Impuls für Soziales Management. Und sie hat tatsächlich eine digitale Abschiedsfeier geplant. Liebe Ramona, schön, dass du heute wieder bei uns bist. Danke. Und ich übergebe jetzt einfach mal an dich. Ja, genau. Wie schon gesagt, also ich arbeite in Paderborn, bin Einrichtungsleitung der D-Space-Stütze. Vielleicht kurz, wir sind eine Betriebskita. Das heißt, bei uns sind natürlich die Umstände ein bisschen anders.
da wir haben lange überlegt, wie können wir den Abschied gestalten, aber um einfach auch einen großen Betrieb, der dahinter steht, nicht in Gefahr oder keinem Risiko auszusetzen, da 90% der Eltern alle den gleichen Arbeitgeber haben, haben wir uns dafür entschieden, dass wir das Ganze digital machen. Wir sind seit dem 28.06. Mit den Schulkindern im Betreuungssetting im vollen Regelbetrieb. Das heißt, also wir haben auch keine Stundenreduzierung und haben uns dann überlegt, dass dieses Schulprojekt, was wir natürlich groß geplant haben, mit vielen auch externen Besuchen von Polizei, Feuerwehr, das sind natürlich alles Dinge, die konnten nicht stattfinden und haben dann gedacht, wie können wir aber trotzdem jetzt ein gutes Schulprojekt machen und können die Kinder auch tatsächlich digital mitwirken lassen. Und unser Betreuungssetting heißt Schuh wie du, Schulkind wirst du. Und haben uns dann überlegt, wir machen einfach eine Dokumentation über die komplette Zeit, die Kinder quasi von dem 28.05. bis sie dann in die Schule gehen, die unterschiedlichen Projekte, die sie jetzt einfach durchlaufen. Machen wir täglich Kurzvideos. Das heißt, die Kinder sind auch teilweise selbst in der Kameraführung, dürfen die Dinge, die ihnen wichtig sind, filmen. Wir filmen aber auch kurze und kleine Exkursionen, die im Rahmen der Corona-Krise möglich sind. Und haben uns dann überlegt, jetzt machen wir ein Video und die ganze Zeit. Wir brauchen aber trotzdem irgendwie noch einen Abschluss. Und haben das einfach gemeinsam mit den Kindern erarbeitet und haben dann gesagt, gut, wir starten mit einem ganz normalen Morgenkreis, wo wir einfach nochmal besprechen, was wir machen. Und dann gibt es eine Olympiade, die sich die Kollegen des Betreuungssettings überlegt haben, wo die Kinder einfach unterschiedliche schöne Spiele durchlaufen. Da gibt es Rechenspiele, Buchstabenmemory, aber auch so Dinge wie Eierlauf, Balancieren. Es kommt nochmal ein großer Bewegungsaspekt hinzu. Und die Kinder durften sich ihr Mittagessen für den Tag selber wünschen. Und am Abschluss quasi bleiben wir ähnlich, wie wir es in den Jahren davor gemacht haben. Das heißt, wir verabschieden die Kinder mit einer Wunderkerze, wo nochmal die letzten Wünsche und auch besondere Situationen wir mit den Kindern besprechen aus der Zeit. Es werden nochmal, die Kinder dürfen sich nochmal ihre Lieblingslieder wünschen, die wir dann gemeinsam singen. Auch das wird alles gefilmt. Dann zum Abschluss gibt es die Schultüte, das Portfolio und es wird für die Olympiade eine Medaille überreicht. Und dann machen wir einen offiziellen, das ist bei uns ziemlich traditionell, einen Rausschmiss. Das heißt, wir legen eine große Bewegungsmatte quasi hin, eine Turnmatte und schmeißen die Kinder mit einem Rausschmissspruch aus der Kita. Vorab ist natürlich klar, im Rahmen dieser Filmgeschichte muss man natürlich überlegen, Datenschutz haben wir natürlich, den Aspekt haben wir bedacht und haben uns im Vorfeld von den Eltern, haben denen berichtet, was unsere Überlegung ist und haben gesagt, wir würden ihnen gerne auch die Möglichkeit geben, an der ganzen Schulkinder-Projektaktion und was täglich passiert, trotzdem teilzunehmen, auch wenn wir gerade nicht in der Kita vor Ort sein können und vielleicht auch Tür- und Angelgespräche ja relativ kurz gehalten werden. Und die Eltern waren natürlich so sehr begeistert, dass wir diese Möglichkeit ihnen bieten und haben natürlich auch alle eingewilligt. Aber das ist natürlich was im Vorfeld klar sein muss. Wir haben uns für das Programm Filmora 9 entschieden. Das ist jetzt einfach für uns, war das gut. Das ist sehr übersichtlich. Da gibt es eine kostenlose Version, da gibt es aber auch eine kostenpflichtige Version. Man muss einfach gucken, was dann für einen tatsächlich auch passt. Und haben uns dann auch überlegt, okay, wie können wir das trotzdem zu einem gemeinsamen Event machen? Nicht einfach den Kindern das Abschlussvideo in die Hand zu drücken und zu sagen, so, jetzt kann jeder zu Hause das für sich gucken, sondern zu sagen, okay, wir streamen das Video. Also auch da gibt es Streaming-Möglichkeiten. Das muss natürlich auch in der Datenschutzvereinbarung hinterlegt sein. Also wer wo gestreamt wird, wo das Ganze auf welchem Server hinterlegt wird. Und machen das quasi dann mit den Eltern mit einem Termin, sodass alle gleichzeitig quasi das Video gucken und machen dann im Anschluss aber auch nochmal eine Videokonferenz, wo wir dann einfach nochmal gucken, singen wir dann nochmal das Abschlusslied, ähnlich wie die Kolleginnen das auch machen.
Und geben einfach nochmal Zeit und Raum, einfach auch nochmal Erlebtes zu besprechen oder einfach auch nochmal ein Feedback zu hören. Und dann im Anschluss quasi bekommen die Eltern und Kinder das aber auch auf einem USB-Stick für zu Hause, sodass sie das dann auch gegebenenfalls nochmal der Oma oder dem Opa oder wem es auch immer sehr wichtig ist in der Familie nochmal zeigen können. Und trotz der Corona-Zeit irgendwie noch mal ein bisschen was mitnehmen können, weil wir natürlich wissen, dass das Schulprojekt jetzt sehr geschrumpft wurde und die Zeit, die wir eigentlich lange geplant hatten, jetzt sich verkürzt hat und auch viele Aktivitäten einfach nicht stattfinden konnten. Aber wir auch einfach jetzt im Nachgang festgestellt haben, dass gerade nach dieser Corona-Zeit der sozial-emotionale Aspekt erstmal überhaupt wieder mit Gleichaltrigen, mit seinen Freunden zu spielen und diese Zeit zu nutzen und sich auch langsam jetzt darauf vorzubereiten, dass die Schule anfängt und dieses Gruppensetting sich ja auch neu gebildet hat, ähnlich wie die Kinder sich dann auch neu in der Klasse bilden, weil die Schulkinder ja sonst in allen Gruppen verteilt waren. Und wir ja quasi mit dem Schulkindersetting eine ganz neue Gruppe gebildet haben. Das heißt, wir haben schon auch versucht, den ersten Weg, den ersten Stein zu legen. Was passiert nach Kita? Da wird sich auch ein neues Betreuungssetting, also eine neue Klasse für die Kinder bilden. Und haben damit wirklich sehr positive Erfahrungen gemacht. So viel kann ich dazu schon mal sagen. Und wir warten jetzt ab, natürlich, wie sich das mit dem, also das mit dem Video entwickelt sich sehr gut. Die Kinder sind da wirklich auch mit aktiv und haben natürlich schon die ersten Ausschnitte uns gemeinsam angeguckt. Und ich glaube, dass das wirklich eine schöne Möglichkeit ist, eine schöne Erinnerung, die die Kinder tatsächlich mit nach Hause nehmen. Super, danke Ramona, danke ihr drei, dass ihr uns teilhaben lassen habt an euren Plänen in euren Einrichtungen und euren schönen Ideen. Ich denke, dass ihr viele schon mit neuen Ideen versorgt und inspiriert habt. Bevor wir jetzt zu unserem zweiten Teil kommen, in dem ein paar musikalische Praxisideen vorgestellt werden, würde ich gerne noch zwei kurze Umfragen mit euch machen. Und zwar geht es in der ersten darum, wie es in euren Einrichtungen momentan eigentlich aussieht. Wie kommen die Kinder momentan in eure Kita und eure Krippe? Sieht das so aus, dass sie in Schichten vor- und nachmittags in die Kita kommen? Kommen sie zur Hälfte in den gesamten Gruppen? Kommen alle Kinder außer die Risikogruppen oder ist eure Kita vielleicht sogar noch geschlossen? Jetzt noch ein paar Sekunden. Zur Hälfte ist es bei den meisten tatsächlich. 45%. In Schichten arbeiten 12% und die gesamten Gruppen sind immerhin bei 37% auch schon wieder dabei. Das finde ich tatsächlich ganz schön viel. Und bei 2% ist die Kita sogar auch noch geschlossen. Spannend. Dann würde ich gerne jetzt zum Vergleich nochmal fragen, wie das denn mit den Vorschulkindern aussieht. Also ist es mit den Vorschulkindern bei euch eine andere Regelung als bei den anderen Kindern? Oder ist es genauso? Dann haben wir nochmal dieselben Antwortmöglichkeiten, auch in Schichten vor nachmittags, zur Hälfte in den gesamten Gruppen, alle außer Risikogruppen oder kommen noch gar keine Vorschulkinder wieder in die Kita?
So, da ist das Ergebnis. Das sieht tatsächlich ganz anders aus. Und zwar ist es so, dass bei 50% der Teilnehmenden die gesamten Vorschulgruppen wieder in die Kita kommen. Und nur bei 26% funktioniert es auch mit der Hälfte. Das ist ja eigentlich ganz schön. Das heißt, ihr könnt schon wieder richtig in der Kita mit den Vorschulkindern arbeiten. Das ist klasse, denn jetzt stellt Nadine Ortkämper ein paar musikalische Praxisideen vor, die ihr sicherlich dann auch mit euren Vorschulkindern direkt ausprobieren könnt. Nadine hat eine eigene Musikschule in Bad Vilbel in der Nähe von Frankfurt. Sie heißt Tingeli und sie hat heute ein paar selbstgetextete und selbstkomponierte Stücke mitgebracht, die ihr natürlich alle nach dem Webinar zugeschickt bekommt. Genau, liebe Nadine, ich freue mich, dass du heute hier bist. Stell dich doch bitte noch mal kurz vor. Und dann wünsche ich dir ganz viel Spaß bei der Präsentation deiner Inhalte. Vielen, vielen Dank, liebe Muriel. So, funktioniert das jetzt schon? Ja, funktioniert super, Nadine. Perfekt, super. Ja, da möchte ich mich auch noch mal ganz kurz vorstellen. Also mein Name ist Nadine Ortkämper von Tingeli, der Musikwerkstatt für Kinder. Und ich bin integraltherapeutische Musikpädagogin, also nicht klassisch aus der Musikpädagogik, sondern eher aus dem therapeutischen Bereich. Ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie mit dem Schwerpunkt der Musiktherapie und aktuell parallel dazu in der Ausbildung zur systemischen Therapeutin. Ja, und neben all der Therapie gibt es dann den großen Punkt in meinem Leben der Musikpädagogik, den ich auch mit Tingeli, der Musikwerkstatt für Kinder, quasi abdecke. Und zwar geht das bei mir schon bei den ganz Kleinen los, im Alter von Pi mal Daumen 6 Monaten, in den Eltern-Kind-Kursen, in Vereinen, in Familienvereinen, in Frankfurt beispielsweise und auch in Oberursel bin ich dort. Das sind dann Eltern-Kind-Kurse, das heißt, die Kinder sind mit Bezugspersonen dabei, meistens ist es die Mama oder der Papa, aber auch manchmal Oma und Opa. Und dann bin ich Kita-intern in Kindergärten in Frankfurt und Bad Homburg. In reinen Kindergruppen ohne Bezugsperson und Erzieher, meistens so um die 10 bis 12 Kinder. Aber wie ihr seht, aktuell bin ich hier in meinem virtuellen Musikzimmer und warte sehnlichst auf den Live-Start, der bei mir für August vorgesehen ist. Genau. Ja, was gibt es noch zu sagen? Ich habe noch eine weitere sehr wichtige Rolle. Ich bin auch Mama. Und meine Kinder, die sind jetzt 8 und 9, fast 10 Jahre alt und sind schon in der Grundschule, in der 2. und 3. Klasse. Das heißt, das Thema Einschulung und Verabschiedung im Kindergarten, das liegt bei uns schon eine ganze Weile zurück. Und ja, ich freue mich, dass ich heute ein Stück weit dazu beitragen kann, zumindest inspirierend hoffentlich, und euch insgesamt 4 kurze Aktionen vorstellen darf. Das werden 3 Lieder sein, die ihr gleich nacheinander in kurzen Videos euch anschauen könnt und eine Rhythmusaktion mit Trommeln. Und ich denke, wir machen es einfach so. Doris, du schaltest mir die Videos nacheinander an. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt die Fragen einfach gerne in den Chat und ich gehe vielleicht einfach nach jeder Aktion kurz drauf ein. Und wie Muriel auch schon sagte, könnt ihr im Anschluss die Noten dazu haben. Ihr könnt mich auch anschreiben, wenn es Fragen gibt zu Gitarrenakkorden oder Picking-Mustern oder anderen Sachen. Und dann würde ich sagen, können wir jetzt vielleicht direkt in die Aktion starten. Vorschulkinder, das sind wir, wollen in die Schule gehen. Zählen 1, 2, 3 und 4. Unsere Kita-Zeit war schön. Können schon vieles machen, singen, tanzen, lachen. Klatschen mal im Takt dazu, stampfen manchmal ohne Ruhe. Können uns schon im Kreise drehen. Unsere Kita-Zeit war
mal dahin. So, macht es euch mal gemütlich. Ich möchte mal gucken in meinem Musikzimmer hier, was ich für Instrumente da habe, mit denen wir zu dem kleinen Lied auch ein bisschen musizieren können. Ja, schaut mal, ich bin immer noch zu Hause bei mir und improvisiere ein bisschen mit meinen Instrumenten. Und das hier, das sind meine Klanghölzer. Ja, die sehen ein bisschen komisch aus und normalerweise kennt ihr den Holzlöffel und die Holzgabel, ich weiß gar nicht, wie das heißt, bestimmt aus Mamas Küche und nicht aus dem Musikzimmer. Aber wisst ihr was? Schaut mal. Es sind perfekte Fantasieklanghölzer. Sehr schön. Vorschulkinder, das sind wir, wollen in die Schule gehen, zählen. Bei mir war das jetzt gerade alles so ein bisschen zeitverzögert. Ich weiß nicht, ob nur ich das so gesehen habe oder dass grundsätzlich gerade Stimme und Bild nicht ganz parallel lief. Wenn es so gewesen wäre, dann könnt ihr das Video natürlich gerne auch am Ende einfach nochmal anschauen. Was ich sagen möchte, ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, ob man das erkennen kann, das Notenbild einfach für alle einmal aufgeschrieben, wird das dann am Ende mitschicken, auch mit den Akkorden. Was die Umsetzung betrifft, es kommen ja gleich noch drei andere Aktionen, aber vielleicht nehme ich es einfach nochmal vorab und sage das jetzt an der Stelle schon mal. So sind das natürlich nur Ideen. Abhängig davon, inwiefern ihr das nutzen könnt, ist natürlich zum einen die Vorgabe seitens des Trägers, also gerade jetzt mit Blick auf das Thema Singen. Wir hatten es ganz kurz am Anfang und wie ich gesehen habe, war es auch immer mal eine Frage in den letzten Webinaren, wie sieht es denn überhaupt mit dem Thema Singen aus? Ich denke, hier an der Stelle passt es vielleicht gerade ganz gut und beantwortet eventuell auch schon die ein oder andere Frage, die ihr im Kopf habt vielleicht. Bei mir ist, wie gesagt, gerade tatsächlich ein Stopp. Ich singe aktuell wirklich nur hier bei mir im virtuellen Musikzimmer und nicht mit Kindergruppen. Andererseits, gerade was die Einschulung der Vorschulkinder betrifft, die ich als sehr wichtig empfinde, eben gerade um den Übergang in den neuen Lebensabschnitt zu zelebrieren, und zwar ganz exklusiv mit den Vorschulkindern, finde ich Singen wichtig. Meine Empfehlung ist es deshalb, zum einen natürlich zu gucken, was sagt der Träger, was sagt der Kita-Träger, gibt es dort Vorgaben, die zu beachten sind und Restriktionen, irgendwelche Einschränkungen. Und dann natürlich, je nachdem, wo ihr seid, regional, welche Möglichkeiten gibt es jetzt bereits und was ist einfach immer noch nicht möglich. Das ändert sich ja zum Teil von Tag zu Tag und ist eben auch
regional einfach nach wie vor unterschiedlich. Wenn es einfach die räumlichen Gegebenheiten hergeben, ist es natürlich toll, rauszugehen, wie Sigrun das anfangs auch erst gesagt hat, vielleicht sogar einen schönen Vormittag, eine Abschiedsfeier mit einem kleinen exklusiven Ausflug zu verbinden, einen Spaziergang ins Grüne und dann natürlich gucken, dass man einen gewissen Abstand auch hat, der das Singen möglich macht und trotzdem einfach auch das Gruppengefühl nicht kaputt macht. Und so denke ich, kann man die Aktion gut umsetzen. Zu diesem Lied, ich habe jetzt ein paar Instrumente vorgestellt, auch wenn es natürlich ein paar Fantasieinstrumente sind. Da schaut ihr auch, was ihr vor Ort habt. Orff-Instrumente, Klanghölzer, Rasseln oder eben tatsächlich die Kochlöffel. Da denke ich, kann man ganz fantasievoll und erfinderisch sein. Und auch wieder, wenn man jetzt während der Corona-Phase und nach wie vor der bestehenden Einschränkung eben nichts rumgeben möchte, man tun es auch die Hände zum Klatschen, Patschen, Tippen, Reiben. Da sind im Grunde alle Möglichkeiten offen der Umsetzung. An der Stelle, ich habe jetzt nicht geschaut, ob Fragen sind, zu dem Lied noch speziell. Doris, können wir sonst vielleicht gleich in die zweite Aktion starten? Ich möchte mit euch einen kleinen Spruch üben, zu dem ihr auch toll Rhythmus machen könnt. Aber erstmal nehme ich mir ein Stück Kreide und wir überlegen mal, bestimmt wisst ihr das alle schon richtig toll, wie das mit dem Zählen nochmal ging, von 1 bis 10, wisst ihr noch? Zuerst ist die 1 dran, 1, 2 und zum Schluss die 10, ganz genau. Das wusste ich, dass ihr das alles schon super könnt. Ja, und ich höre, ihr könnt sogar noch viel weiter zählen. Für unser kleines Trommelspiel reichen uns die Zahlen aber völlig aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und die 10. Sehr gut. Und damit wir das kleine, meine Hände sind ganz blau von der Kreide, Trommelspiel einmal machen können, müssen die zwei Hände aber erstmal richtig wach gemacht werden. Und wir schütteln die mal ein bisschen aus. Sehr gut. Super. Und nehmen die Hände und reiben nochmal, damit es raschelt und die Hände warm und vor allem ganz wach werden. Und dann nehmen wir die Finger und tippen auf die Beine und noch auf den Bauch, damit alles ganz munter getippt wird. Und dann nehmen wir die Fäuste und trommeln auf den Boden. Fäuste wach machen. Und dann fehlt uns noch das Patschen. Beine und Hände wach patschen. Und zum Schluss sind noch die Füße dran. Also Füße nochmal vor. Füße wach strammeln. Brauchen wir zwar nicht zum Trommeln, aber die machen wir jetzt auch gerade noch wach. So, das genügt. Wir sind alle ausreichend wach. So, ich habe meine Trommeln hier schon stehen, verschiedene. Ihr könnt euch auch ein paar Trommeln nehmen oder die Salatschüssel von der Mama oder den Pappkarton vom Papa. Ganz egal was, Hauptsache so, dass ihr gut trommeln könnt und auch irgendwas, auf dem ihr gut trommeln dürft. So, wir fangen an und trommeln zuerst bis 4. 1 und 2 und 3 und 4. Und los geht's. 1 und 2 und 3 und 4. Im Kindergarten waren wir nochmal. 1 und 2 und 3 und 4. Im Kindergarten waren wir. Und jetzt mit zwei Händen. 1 und 2 und 3 und 4. Im Kindergarten waren wir. Bis 4 haben wir getrommelt. Jetzt, ich rutsch gerade nochmal, geht es weiter. 5 und 6 und 7 und 8. Das hat uns richtig Spaß gemacht. Im Kindergarten gleich nochmal. 5 und 6 und 7 und 8. Das hat uns richtig Spaß gemacht.
gleich auf den Trommeln erst einmal mit der Hand. 5 und 6 und 7 und 8, das hat uns richtig Spaß gemacht. Andere Hand. 5 und 6 und 7 und 8, das hat uns richtig Spaß gemacht. Jetzt kommen nur noch die 9 und die 10. Wir gucken nochmal auf die Tafel. Da ist sie, die 9 und die 10 ganz am Schluss, hier unten die 2. Und dann haben wir auch alle Zahlen schon durch. Wir machen direkt mal die 9 und die 10 auf der Trommel. Aufgepasst. Und dann kommt noch 9 und 10. Jetzt wollen wir in die Schule gehen. Ihr habt es euch schon gedacht. Andere Hand nochmal. Und dann kommt noch 9 und 10. Jetzt wollen wir in die Schule gehen. Wow. Und alles zusammen. Von der 1 bis zur 10. Seid ihr bereit? Ihr könnt mit einer Hand, mit beiden oder auch mit der anderen, so wie ihr wollt, trommeln, so wie es richtig Spaß macht und gut funktioniert. Und 1 und 2 und 3 und 4, im Kindergarten waren wir. 5 und 6 und 7 und 8, das hat uns richtig Spaß gemacht. Und dann kommt noch 9 und 10. Jetzt wollen wir in die Schule gehen. Ja, genau, so viel zu dem kleinen Rhythmusspiel auf den Trommeln. Hier könnt ihr natürlich auch einfach schauen, ob ihr Trommeln nutzen könnt, ob ihr die da habt, ausreichend für jedes Kind eine Trommel, oder wenn nicht, dann einfach nur auf den Boden klopfen oder mit den Fäusten auf den Boden trommeln. Das ist, denke ich, auch einfach nur eine Idee und kann ganz beliebig umgesetzt werden. An der Stelle möchte ich aber gerne nochmal Bezug nehmen. Die Sigrun sagte anfangs auch, dass das A und O bei allen musischen und rhythmischen Aktionen der Spaß ist, gerade in dem Vorschulbereich, bei den Kindern. Und das möchte ich genau an dem Punkt auch nochmal sagen. Das ist mir auch ganz wichtig in meinen Musikgruppen, dass das, was wir umsetzen, wertfrei ist. Es kommt also da nicht drauf an, dass die Kinder genau auf das richtige Wort, auf den richtigen Takt einen Rhythmus trommeln, sondern einfach auf das Gruppengefühl, auf das Erlebnis in der Gruppe und auf den Spaß. Das ist sowohl bei dieser Trommelaktion als auch bei jedem Lied, was ich mit meinen Musikkindern begleite, mit Rasseln, mit Klanghölzern oder wie auch immer. Da geht es in keinster Weise darum, dass wir einen ganz gezielten Takt treffen wollen, sondern einfach gemeinsam ganz viel Spaß am Musizieren und am Singen haben. Und was ich, als ich den Film jetzt auch gerade gesehen habe, was mir einfiel, was ich an der Stelle eben auch nochmal zum Thema Singen und gerade vielleicht kritisch in der Corona-Zeit sagen möchte. Dieses Stück ohne Melodie, nicht gesungen, nur gesprochener Text, kann natürlich zum einen auch einfach nochmal mit einer ausgedachten Melodie gesungen werden, aber eben gerade jetzt auch andersrum. Wir können auch jedes einfache Lied, was wir mit den Kindern singen, zum Beispiel, was ich am Anfang vorgestellt habe, Vorschulkinder, das sind wir, das könnt ihr natürlich auch sprechen und einfach in einem bestimmten Rhythmus sprechen oder dazu mit Rasseln oder Klanghölzern begleiten. Probiert es einfach mal aus, macht mindestens genauso viel Spaß. Und dann hätten wir auch nochmal das Thema Singen, gerade jetzt vielleicht ein bisschen umgangen. Was nur ein Tipp ist, je nachdem, wie gesagt, ob es vielleicht bei dem einen oder anderen nicht möglich ist. Es ist ja auch die Frage, inwiefern ihr das Ganze draußen oder drinnen umsetzt und inwiefern vielleicht Lüftungsmöglichkeiten da sind oder nicht optimal sind. Aber nur mal so als Gedankenstütze nochmal mit dazu, dass ich natürlich auch was Rhythmisches machen kann und vielleicht einfach die Melodie dann weglasse und nur spreche. Ja, dann habe ich noch 2 Lieder dabei. Und das nächste Lied, Abschied der Vorschulkinder, habe ich mir einfallen lassen, weil ich mich fragte, wie wir vielleicht so ein bisschen die fehlenden Gäste oder einfach die sehr kleine Gruppe ausgleichen können. Und habe mir ein Lied einfallen lassen, bei dem ich Kuscheltiere mit einladen möchte zum Fest. Ich würde sagen, wir schauen es uns erstmal an und dann nehme ich Bezug auf den Inhalt, Doris. Wenn du anmachen könntest, dann gucken wir uns das Lied mal an.
Hallo und herzlich willkommen hier bei mir im virtuellen Musikzimmer. Ich möchte euch heute ein neues Lied vorstellen, ein Lied zur Verabschiedung der Vorschulkinder. Das kann für euch eine schöne Möglichkeit sein, in diesem Jahr die Vorschulkinder in die Schule zu verabschieden und einen schönen Vormittag für die Vorschulkinder vorzubereiten. Ich möchte euch für die Umsetzung des Liedes gern 2, 3 verschiedene Alternativen vorstellen, sodass ihr vor Ort schaut, was für euch gut passen kann. Zuerst singe ich euch das Lied einfach mal vor und ihr hört mal, wie das klingt. Zurechtgestellt. Ihr könnt im Kindergarten, wenn ihr ausreichend Trommeln da habt, jedem Vorschulkind im Sitzkreis mit ausreichend nötigem Abstand eine Trommel zur Verfügung stellen. Wenn ihr keine Trommel habt, funktioniert auch der Fußboden ganz fantastisch oder einfach die Hände zum Klatschen oder Patschen, so wie die Umsetzung für euch am besten passt und vor allem, was ihr auch an Equipment bei euch habt. Ich schnapp mir jetzt aber mal meine Trommel, weil wir wollen nämlich nicht nur alleine die Vorschulkinder mit mir singen, sondern es kommen auch Gäste zu Besuch. Klopf, klopf, klopf. Wer klopft da an die Tür? Holt die Gäste rein. Heute feiern wir. Und jetzt stelle ich euch eine Möglichkeit vor. Ihr habt vorher einen kleinen Korb vorbereitet mit verschiedenen Kuscheltieren, die ihr erstmal unter einem Tuch versteckt, damit es auch ein bisschen spannend ist, welche Gäste denn überhaupt alle zu uns kommen. Ich habe hier mal ganz ungemischt den Teddybär drin und den kleinen bunten Hund und das Pferdchen und die Katze und ganz viele Kuscheltiere, am besten mindestens so viele, wie auch Vorschulkinder im Kreis sind. So. Wenn ihr im Moment keine Kuscheltiere im Kreis herumgeben wollt, wegen Ansteckung und so weiter und so fort, dann könnt entweder ihr als Erzieherin, Erzieher, Bezugsperson im Kindergarten das jeweilige Kuscheltier, was gerade zu Gast kommt, aus dem Korb herausnehmen oder aber die lassen wir zur Seite und stellen uns der Reihe nach jedes Kind einen Gast vor, der zu Besuch kommt. Die Maus soll zu Besuch kommen. Liebes Mäuschen, komm herein, sollst zu Gast heute sein. Und dann geht es direkt weiter. Ich nehme meine Gitarre noch mal zur Hand und wir schauen mal, wer noch vorbeikommt zu unserem kleinen Abschiedsfest. Schleicht auf der Trommel.
Schatze, komm herein, sollst zu Gast heut sein. Und wenn alle Kinder sich einen Gast ausgedacht haben oder, wie ich euch erst vorgestellt habe, vielleicht jedes Kind sein Kuscheltier, vielleicht auch sein eigenes mitgebrachtes als Gast auf der Trommel vorgestellt hat, dann eine letzte Runde, zu der alle Gäste und alle Tiere gleichzeitig kommen und mit uns feiern. Ganz viel Spaß bei der Abschiedsfeier der Vorschulkinder. Tschüss! So, und dann habe ich noch eine letzte Aktion für euch, die gar nicht zwingend jetzt für die Vorschulkinder oder für die Verabschiedung gedacht ist, aber auch ganz perfekt einfach ergänzt werden kann. Und zwar ist das ein Zauberlied und als Muriel und Doris gefragt haben, was wir denn machen könnten, einfach um was Ganzheitliches, Abwechslungsreiches zu machen, gerade in der Zeit, was vielleicht wirklich zwar einen kleinen, aber dafür schönen und individuellen Rahmen für die Vorschulkinder macht, habe ich überlegt und gedacht, dass Zaubern und ein bisschen Magie ja im Grunde immer toll ist für Kinder und einfach auch die riesige Fantasie der Kinder direkt anspricht. Das kleine Zauberlied, was jetzt zum Schluss kommt, ich zeige es euch dann auch gleich nochmal als Video. Da hatte ich die Idee, dass vielleicht bei euch vor Ort auch für die Vorschulkinder ein kleines Abschiedsgeschenk oder irgendwas Kleines, was ihr ihnen vielleicht mit auf den Weg gebt, angedacht ist. Zumindest kenne ich das so aus der Verabschiedung meiner Kinder. Da gab es für jedes Kind was Kleines, ein Radiergummi, schön eingepackt, einen schönen Bleistift oder dergleichen. Oder vielleicht auch einfach ein paar Gummibärchen oder was dann nochmal als Abschiedsgeschenk mitgegeben wird. Und das könnte ja beispielsweise direkt aus dem Hut vom Zauberer gezaubert werden als Idee. Und wie das aussehen könnte, das zeigen wir euch jetzt nochmal in dem letzten Video. So, und jetzt habe ich noch ein Lied für euch, was auch ganz gut zur Einschulung passen kann und zur Verabschiedung, nämlich ein Zauberlied. Und Zaubern und Magie, das passt ja überall hin. Und vor allem hat es so was Geheimnisvolles und so was Besonderes. Und für euer Abschiedsfest für die Vorschulkinder kann Magie und Zauberei und Geheimnis und Besonderes nicht genug sein. Und deshalb möchte ich euch das Zauberlied einfach mal vorstellen. Ihr schaut, wie ihr das vielleicht einbinden könnt bei euch im Kindergarten. Irgendwas müssen wir natürlich zaubern. Und was das bei euch sein kann, das überlegt ihr euch. Vielleicht ist es der Eismann, der genau an diesem Vormittag bestellt vorbeikommt zu den Vorschulkindern. Oder vielleicht habt ihr auch ein kleines Geschenk für eure Vorschulkinder. Wenn ich mich richtig erinnere, war das bei meinen Kindern ein Radiergummi, ein besonders schöner und ein schöner Stift. Irgendwas habt ihr vielleicht vorbereitet. Oder es könnte natürlich auch für jedes Vorschulkind eine Tüte Gummibärchen sein. Natürlich nicht die große, wo alle Hände reingreifen aufgrund der Hygienevorschriften, sondern für jedes Kind eine extra kleine verpackte Gummibärchentüte. Nur als Beispiel. Und wenn ihr da eine gute Idee habt, braucht ihr einen Hut und in diesen Hut kommen dann die kleinen Überraschungen rein. Ich habe jetzt hier Kissen drin als Symbol für eine kleine Gummibärchentüte. So, und ganz wichtig, verstecken. Ein Tuch drauf, damit niemand erkennen kann, was wir zusammen gleich zaubern. Der Zauberhut, der kommt mal hier auf diesen kleinen Trommeltisch und bevor es losgeht,
muss ich euch natürlich meinen Zauberspruch verraten und mein Zauberlied, was wir ganz neu und extra für euch geschrieben haben. Und dazu stelle ich mich jetzt einmal hin, aufgepasst. Und wenn ihr direkt mitmacht, dann stellt euch auch hin. Im Sitzen funktioniert es nicht so gut zu zaubern. Muss ja auch klappen dann am Ende. So, wir stehen. Seht ihr mich, Kameramann? Passt das mit dem Kopf? Gott. Also, aufgepasst. Ihr steht natürlich richtig schön gerade. Ah, ich kriege gerade ein Zeichen. Ich kann mich noch ein bisschen größer machen. Ihr braucht zum Zaubern die Hände. Im Lied heißt es, drum halte deine Hände so und sing mit mir im Chor. Aufgepasst. Dusi, Kasi, Elilo. Ein bisschen kompliziert, deswegen nochmal. Dusi, Kasi, Emilo. Ritzli, Bitzli, Bo. Gleich nochmal. Klatsch, Patsch. Und ein großer Kreis über Kreuz. Glitzer, Glitzer, Glitzer. Mit Text. Dusi, Kasi, Emilo. Ritzli, Bitzli, Bo. Nochmal. Dusi, Kasi, Emilo. Ritzli, Bitzli, Bo. Und dann Dusi, Kasi, Emilo. Zack. Aka, Nadi, so. Klatsch. Puh, das ist der Zauberspruch. Ja, ein bisschen anstrengen müssen wir uns schon. Ein kleines bisschen üben, sonst ist nachher nichts im Hut drin. So leicht ist Zaubern auch wieder nicht. Also noch einmal gesprochen und dann hören wir mal, wie die Melodie klingt. Hinstellen. Drum halte deine Hände so und sprech mit mir im Chor. Dusi, Kasi, Emilo, Ritzli, Bitzli, Bo. Dusi, Kasi, Emilo. Jetzt habe ich nur zwei Hände. Ich setze mich gerade mal wieder hin, Kameramann. Ich hole mir jetzt die Gitarre. Ich glaube, ihr bekommt ja nachher die Aufzeichnung von dem Video, so dass ihr trotzdem zu Hause euch auch gut erinnern könnt, wenn ihr es nochmal anschaut, wie der Zauberspruch mit den Bewegungen funktioniert. Das ist natürlich ganz wichtig, damit ihr die Vorschulkinder auch gleich richtig mit einbinden könnt. Alle im Stehen, alle im Kreis, mit ausreichend Abstand und dann Klatsch, Patsch, Hui, ah, Glitzer, 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 Klatsch, Patsch, Hui, Zack. Einmal um euch selbst drehen und zum Schluss Klatsch. So, jetzt fehlt mir eigentlich noch ein Zauberstab, den habe ich jetzt nicht hergeholt. Wenn ihr einen Zauberstab da habt, umso besser. Die Gitarre, los geht's, Zauberlied. So, und wir gucken mal, wie das funktioniert. Hier steht da unser Zauberhut mit der Überraschung drin für die Vorschulkinder. Ich bin ein großer Zauberer, schau mich an, schau mich an. Ich habe einen Zauberhut, schau mich an, schau mich an. Stelle.
Ihr könnt das natürlich noch viel weiter ausbauen. Mit den Kindern werdet ihr bestimmt auf alle Fälle den Zauberspruch ein paar Mal wiederholen vorab und die Bewegungen, damit das auch gut klappt. Und dann könnt ihr natürlich auch mit Trommeln die Kinder den Rhythmus begleiten lassen. Und ganz zum Schluss natürlich das Wichtigste nicht vergessen, im Hut mal nachzuschauen, ob das Zaubern auch geklappt hat. Viel Spaß dabei. Tschüss. So, das waren die vier kurzen Filme, die wir euch gerne zeigen wollten. Ich möchte gerne noch eine Idee mit anbringen. Das ist nicht meine eigene, die habe ich selber im Internet gefunden und fand sie richtig, richtig schön. Vielleicht ist das auch nochmal eine Inspiration für euch. Hat auch nichts mit Musik oder Rhythmus zu tun, sondern einfach nochmal als vielleicht Idee und ja, ein schönes Thema, um das man so die Verabschiedung der Vorschulkinder auch stricken könnte. Und zwar ist das die Idee des Vorschulbaumes. Vielleicht ist das auch bekannt bei euch. Ich kannte es bisher nicht. Und die Idee ist, dass man einen Baum, ein Bäumchen, am besten einen Topf besorgt und dann gemeinsam mit den Vorschulkindern den kleinen Baum entweder einpflanzt, wenn ihr die Möglichkeit habt und vor allem auch ein Gelände, einen Außenbereich habt und Platz für einen kleinen Vorschulbaum oder aber den Baum sonst auch einfach in den Topf drin lässt als Vorschulbaum und vorab in den Gruppen mit den Vorschulkindern, wenn die Möglichkeit besteht, kleine Papiervögelchen zu basteln, auszuschneiden, vielleicht ein Foto des jeweiligen Kindes draufkleben und dann kann am Ende, wenn der Baum den richtigen Platz im Kindergarten bekommen hat, jedes Kind sein kleines Vögelchen anhängen, so als Symbol. Die Vorschulkinder, die Vögelchen, die fliegen jetzt aus und fliegen in eine neue Richtung, schlagen einen neuen Weg ein und haben aber trotzdem mit den gebastelten Vögelchen und dem Baum noch ihren Platz im Kindergarten für eine Weile. Das wollte ich zumindest mal erwähnt haben, weil ich die Idee ganz schön finde und es auch so ein bisschen einfach ja, mit dem Basteln schon mal losgeht und dann so die Aktion vielleicht auch in Vorbereitung bis ins Fest einträgt. Muriel, das ist erstmal mein Teil, den ich rein von den Aktionen beisteuere und kann gerne auch auf Fragen eingehen, wenn noch was da ist. Oder ich gebe erstmal an dich ab. Klasse, vielen, vielen Dank, Nadine. Danke auch, dass du deine ganzen Lieder, Noten, Texte zur Verfügung stellst. Das finde ich total cool. Gerne. Doris hat vorhin nochmal den Link zu Nadines Musikschule in den Chat gestellt, falls jemand aus dem Raum Frankfurt heute dabei ist und Lust hat, sich da mal umzuschauen, sehr, sehr gerne. Und wenn ihr die Noten, die Texte weitergebt, könnt ihr das natürlich gerne machen und dann schreibt doch bitte Nadines Musikschule, Nadines Namen mit dazu. Genau, das wollte ich noch einmal kurz sagen und jetzt übergebe ich mal an Doris, die schon fleißig Fragen gesammelt hat. Also allem voran habe ich mir den Chat die ganze Zeit auch parallel angeguckt und ich finde es ganz großartig, wie aktiv unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer heute sind. Ihr habt ganz viele Ideen gehabt, ganz viele Ideen ausgetauscht. Ihr habt erzählt, wie es in eurer Kita läuft. Eine Frage, die immer bei jedem Webinar kommt, ist, bekommen wir die Texte und die Lieder? Das haben wir natürlich immer parat für euch. Es wird ungefähr so 3 bis 4 Tage nach der Aufzeichnung eine Seite geben. Da könnt ihr die Aufzeichnung in Ruhe anschauen und da werden sämtliche Ideen zum Download bereitstehen. Und genau da wurde auch gefragt, wie das ist, wie sich das verhält mit dem Lied von Sigrun. Da wurden die Noten gewünscht und da würde ich ganz kurz mal dich, Muriel, fragen, wie wir das mit den Rechten und dem Beispiellied handhaben. Genau, da ist es so, dass das Lied ja umgetextet wurde und das Originallied noch nicht rechtefrei ist. Deswegen konnten wir leider die Noten dazu nicht mit rausgeben. Wir werden aber den YouTube-Link zur Originalaufnahme auch auf unsere Website posten. Das heißt, ihr habt dann den Text und die Gitarrenakkorde und dann eben das Originallied, nach dem ihr euch dann richten könnt, an dem ihr euch orientieren könnt. Genau.
Dankeschön nochmal für den Hinweis. Es wurde eingangs dann auch an Ramona die Frage für den Datenschutz gestellt und das hat Ramona mit Bravour ja genau justamente in dem Moment beantwortet. Und sehr großartige andere Fragen waren jetzt gar nicht dabei. Genau. Ich kann mich jetzt erstmal bedanken bei euch allen. Ich habe mich wirklich sehr gefreut und würde jetzt nochmal das letzte Wort an Muriel übergeben. Vielen Dank nochmal für eure Teilnahme. Ja, mich hat das auch total gefreut. Es hat total viel Spaß gemacht mit euch vieren. Vielen Dank, Ramona, Sigrun, Sabine und Nadine, dass ihr heute mit dabei wart. Das war jetzt unser letztes Webinar vor der Sommerpause. Ich fand, das waren sehr, sehr spannende Wochen. Ich habe mich sehr gefreut über jeden Teilnehmer, den wir vielleicht mit ein paar Ideen für ihre Kita-Praxis unterstützen konnten. Und jetzt zum Abschied hören wir gleich noch ein Abschiedslied von Nadine, wo ihr alle gerne mitmachen könnt. Und liebe Ramona, ich wollte dich fragen, ob du vielleicht spontan nach Nadines Abschiedslied nochmal den Rausschmeißspruch kurz mit uns allen machen kannst, weil es irgendwie heute so gut passt. Ja, cool. Super, danke. Alles klar, dann würde ich jetzt nochmal an Nadine übergeben. Und freue mich schon sehr auf das nächste Webinar und schicke viele musikalische Grüße an euch alle. Sehr schön. Vielen Dank nochmal, Muriel. Dann möchte ich euch jetzt gerne ein ganz kleines, kurzes Abschiedslied vorstellen. Was ich sehr gerne mache, ist, ich begleite den Text ganz gerne und ganz oft mit Handgesten. Und für das Lied Tschüss, auf Wiedersehen, die Stunde ist zu Ende, habe ich das Patsch gewählt auf Tschüss. Ich erkläre es kurz und mache es euch dann einfach direkt gleich mal vor. Tschüss, auf Wiedersehen. Und beim Wiedersehen habe ich einen Schnipp. Das ist jetzt eher für uns Große gedacht, wenn ihr das mit Kindern umsetzt oder Schnitzen vielleicht einfach nicht so gut funktioniert oder noch nicht klappt, dann denkt euch ganz frei andere Gesten aus, die ihr schön zur Umsetzung nutzen könnt. Also wir haben das Tschüss, auf Wiedersehen, die Stunde ist zu Ende, Tschüss, auf Wiedersehen und vielen, vielen Dank. Tschüss, auf Wiedersehen, winke, winke Hände und wir machen alle nochmal einen Rundgesang. Die letzte Geste, nochmal ein Rundgesang, da hatte ich anfangs den Rundgesang im Kopf, den runden, deshalb auch einen Kreis anzudeuten, fand es aber einfach vom Ablauf nicht so flüssig und habe jetzt das gewählt. Aber auch hier könnt ihr einfach ausprobieren, wie es für euch am besten klappt und wie es am besten funktioniert und Spaß macht. Und ja, improvisieren geht, denke ich, insbesondere bei so einfachen Abschiedsliedern sowieso immer. Ich trage es euch einfach mal vor. Wer Lust hat, macht direkt mit. Und dann probiere ich mich auch gleich nochmal an der Gitarre und hoffe, dass das nicht übersteuert wie in unserer Probe, sondern halbwegs gut klingt, trotz meiner dürftigen Technik, die ich hier habe. Das Lied geht so. Tschüss, auf Wiedersehen, die Stunde ist zu Ende. Tschüss, auf Wiedersehen und vielen, vielen Dank. Tschüss, auf Wiedersehen und winke, winke Hände. Und wir machen allen nochmal einen Rundgesang. Tschüss, auf Wiedersehen, die Stunde ist zu Ende. Tschüss, auf Wiedersehen und vielen, vielen Dank. Tschüss, auf Wiedersehen und winke, winke Hände. Und wir machen alle nochmal einen Rundgesang. Und jetzt mit Begleitung und vielleicht mit vielen Mitsängerinnen und Sängern bei euch. Tschüss, auf Wiedersehen, die Stunde ist zu Ende. Tschüss, auf Wiedersehen und vielen, vielen Dank. Tschüss, auf Wiedersehen und winke, winke Hände. Und wir machen alle nochmal einen Rundgesang. Noch einmal. Tschüss, auf Wiedersehen, die Stunde ist zu Ende. Tschüss, auf Wiedersehen und vielen, vielen Dank. Tschüss, auf Wiedersehen und winke, winke Hände. Und wir machen
das war's von mir. Bis bald. Tschüss. Okay, dann bin ich dran. 1, 2, 3. Die Kita-Zeit ist nun vorbei. Heute ist nun Schluss, damit die Schule nicht warten muss. Die Zeit war schön. Auf Wiedersehen. Und damit verabschiede ich mich. Tschüss, vielen Dank. Danke, ciao.